Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zur neuen Aufnahme von Railway Empire 2. Was wollen wir in dieser Folge tun? Wir gehen mal rein und ich sage euch, was wir beim letzten Mal gemacht haben, wenn ich dabei war. Wir hatten vor, Columbia groß zu machen, sprich mit allem zu versorgen, damit wir letztendlich durch die schnelle Holzlieferung, die wir haben, hier Bretter herstellen können und dann nach St. Louis zu liefern. Das wäre jetzt unser Plan, denn St. Louis kann dadurch endlich Möbel schneller herstellen. Wir sind ja immer noch dran, das Ganze über Nashville zu schaffen, aber das ist verdammt schwierig, weil Nashville wird eine Riesenstadt, wie wir wissen, und da ist schon eine und verbraucht selbst immer mehr Bretter. Von daher ist das gerade so ein bisschen das Problem. Wollen wir uns in der Folge also weiter darum kümmern? Heißt, wir werden dieses ganze Viereck hier, Wichita, Topeka, Kansas City und Columbia, verbinden. Und wir wollen in der Folge auch noch schauen, dass wir hier die Molkerei mal in Memphis ein bisschen verbessern. Die ist aktuell so, dass sie zwar ein bisschen Überschuss an Käse herstellt, aber noch nicht genügend, damit wir da auch weiter Nashville füttern. Denn Nashville bekommt noch gar keinen Käse. Also von daher, so ein Käse, das wollen wir nicht so stehen lassen. Fangen wir aber erstmal mit unserer Baustelle hier hinten an. Beim letzten Mal hatten wir die Verbindung noch nicht. Die habe ich jetzt fertiggestellt und jetzt können wir nämlich auch Columbia mit Getreide versorgen. Das wollten wir aber nicht ohne Wichita tun, weil so viel Getreide werden wir noch nicht brauchen. Ist die Linie also erstmal Wichita, Harris und Columbia. Und die wird dann grundsätzlich, können wir die automatisch laufen lassen, mit der Priorität Getreide. Das wäre eine Möglichkeit. Ja, aber die Frage ist, wenn er erst den Wichita lädt, das müssen wir, glaube ich, manuell machen. Das wird so nicht funktionieren, weil sonst hat er dann den da schon voll, wenn ich das so einstelle. Also können wir sagen, Fleisch brauchen wir ja nicht. Columbia stellt ebenfalls Fleisch her. Wir machen zweimal und zweimal, fahren dann weiter nachher das Getreide, nehmen dort Getreide auf und würden das in Columbia, ja, das sowieso. Ah ne, die können da wieder mitfahren. Genau, das war falsch. Die können auch wieder, na, das ist jetzt auch falsch. Die können jetzt wieder mitfahren, letztendlich fahren wir dann wieder nach Wichita. So, und dann hätten wir jetzt hier Getreide, würden das dann nachher in Harris wieder aufladen. So wäre der Plan. Welchen Zug nehmen wir dafür? Fracht ist es ja an sich nicht. Es ist schon ein Expresszug, ist relativ schnell, das sollten wir auch machen. Die setzen wir nicht mit ein. Dann haben wir hier die Geschichte, das nennen wir dann ja schon Wisch nach Columbia. Hashtag Getreide plus, na, da ist es ja sogar plus P plus P. Da muss ich noch durchblicken. Erzähle euch aber auch gerne, was dann immer damit gemeint ist. Also Personal und Post ist da, Personal, Passagiere und Post geht schon los. So, bestätigen und dann könnten wir mal Gas geben und wir wären dann erstmal in Wichita. Mit der Zuverlässigkeit deiner Lokomotiven? Das haben wir beim letzten Mal auch gemacht, was das Thema Zuverlässigkeit angeht. Übrigens fahren hier 40 mit und 49 Postsäcke. Können wir mal aufs Personal gucken. Ist es 156 Stellen noch nicht viel passiert, aber immer noch eine Effizienz von 125. So, Versorgungsturm fällt mir jetzt gerade noch auf. Den wollte ich noch herstellen. Den haben wir nämlich hier auf der Strecke komplett nicht. Dann fahre ruhig mal langsamer, wobei der ja schon Speed hat, ne? Den brauchen wir aber dann nachher für die anderen Städte auch. Von daher würde ich das gerne hierhin machen. Ja, da machen wir uns nochmal so ein kleines Gleischen hin. Ich mache mal kurz komplett auf Pause, nicht, dass der gerade da vorbei düst. So ein Versorgungsgleis, wie ich schon ein paar Mal gebaut habe. Und das wäre jetzt so und das wäre so und dann können wir den Versorgungsturm nämlich hier hinbauen. In the middle. In the middle of the night. So, jetzt kann der hier auch versorgt werden und die Züge, die letztendlich gleich. Aber wobei, das müssen wir nochmal machen gleich, fällt mir auf. Er versorgt sich schon, übrigens schon mal gerade, der Holzzug. Weil ich habe hier im Bahnhof auch noch mal ein bisschen was geändert. Ich habe hier zwei Gleise für die Richtung gemacht und zwei Gleise auch für diese Richtung, weil wir ja hoffen, sehr viel mit Holz zu machen etc. Ne? Und hier
aus der Richtung dann auch kommen. Und so können wir für Topeka und Kansas City nämlich noch ein neues Gleis aufmachen. Was aber bedeutet, dass wir den Versorgungsturm nochmal neu machen müssen oder diese ganze Tour. Vielleicht auch dann dementsprechend nochmal eine zweite. Also ich finde, das ist dann diesem Ausweichgleich, glaube ich, schon auf jeden Fall die richtige Variante. Dann gehen wir da mal dran. Das erste Getreide kommt angeflogen. Ne, das ist Holz. Da kommt Getreide. 4 an der Zahl. Wir müssen ja dann uns noch um Mais kümmern in der Stadt. Ja, der Mais ist hier in Ward. Den können wir hier hochschicken und an St. Louis vorbei. Das wäre eigentlich die schnellste Geschichte. Deswegen auch gut, dass wir dafür 2 Gleise uns entschieden haben. Dann machen wir das auch mal. Da hat er auch direkt einen Versorgungspart, sehe ich gerade. Wir müssen quasi hier nur den Turn kriegen. Vielleicht setzen wir ein bisschen weiter hinten an. Da kriegen wir schon mal 73 hin. 83, 86, 90 km. Eine Kurve reicht doch aus. So, bauen. Und das gleiche auch zurück. Bauen. Zack. Dann haben wir nämlich hier eine Versorgung auch. Und der kann jetzt hier Mais bringen in die Stadt. Das ist relativ lang. Da kann man auch überlegen, ob das überhaupt Einzug reicht. Aber ich finde, aufgrund der Länge testen wir das jetzt einfach mal. Ward Mais nach Columbia. Ja, der wird ja nichts anderes machen. Das ist Fracht. Das wird die Frachtmaschine sein, die das macht. Und Mais ist nicht Kühlwagen, ne? Fleisch, Gemüse, Obst, Milch. Ne, Mais muss man nicht kühlen. Weil es auch ein Gemüse ist, offiziell. Weiß aber nicht, ob er das als Mais erkennt. Dann würde ich jetzt mal sagen, nein. Den nennen wir dann gleich um. Mais und dann... Upsala. So. Und dann darf er auch schon fahren. Ja, er lädt fleißig. Dann haben wir Mais-Thema auch erledigt. Also, gucken wir nochmal durch. Getreide ist am Laufen. Wobei schon irgendwie nicht genug ist. Der Weg zu lang. Der war ja schon einmal da mit Mais. Oder ist er immer noch unterwegs? Im Mais sei schon mit Getreide. Na, der hat sich noch nicht so eingeladen. Das hatten wir schon mal bei irgendeiner Stadt. Dann ist der, hat er da nicht richtig ausgeladen. Warum auch immer, ob das am Anfang so ist. In Columbia sollst du eigentlich die ankommenden Waggons sollen das entladen. Das hat dann aber beim zweiten Mal funktioniert. Fragt mich nicht warum. Wir gucken da gleich nochmal drauf. Ich fall da erstmal nicht in Panik. Aber ich wollte eigentlich schauen, was wir dann noch, was uns noch fehlt. Zucker würde uns noch fehlen. Ganz klassisch. Der Mais kommt, der Getreide kommt, der Zucker noch. Wo haben wir denn Zucker auch in der Nähe? Hier. Ja, das ist ja eigentlich auch kein Ding. Müssen wir nur durch St. Louis durch. Was machen wir denn mit dem Zucker und St. Louis? Können wir da nicht beide Städte mit beliefern? Kriegen die noch gar keinen Zucker? Doch, irgendwo kriegen sie Zucker her. Aber seltsam, ne? Dass das... Nee. Also offiziell eingestellt habe ich es nicht, aber als Automatik. Ich meine, warum sollte der da halten? Wir können ja mal bei der Zucker... beim Zuckerbahnhof gucken. Da sehen wir ja, wer da hält. Zucker nach Nashville und Fayetteville und Memphis Zucker. Es kommt kein Zucker. Oder habe ich das irgendwie aus dem Norden? Oder die suchen sich den wieder komplett als normalen Weg. Wie viel Zucker könnten wir denn hier noch gebrauchen? 3,2 ist da, 0,6 wird. Die Versorgung ist eigentlich gewährleistet. Weil dann wäre ja eine Verbindung hier von Miller Zucker, St. Louis, Columbia. Das würde ich jetzt mal machen, weil scheint ja... scheint ja zu noch nötig zu sein. Und zwar ist das...
Ja, dann muss ich auf Fracht gehen. 8-mal Zucker. Aber hier ist jetzt die Entladung nicht möglich. Dann ist es doch nicht Fracht, sondern manuell. Da wäre auch Fleisch möglich, was wir ja nicht brauchen. Und hier könnten wir nochmal einstellen, wenn der sowieso von St. Louis nach, Augenblick, von Columbia, dann nochmal nach St. Louis fährt, könnten wir da nochmal Passagiere mitnehmen. Aber brauchen wir eigentlich nicht, ne? Ne, wir lassen das mal so. Umso schneller ist er wieder zurück. So, dann nehmen wir aber auch, weil es ja Ware ist, den Fracht-Event, genau. Und das nennen wir jetzt Columbia. St. Louis, Hashtag Zug. Bestätigen. Zucker ist mittlerweile auch ein Bahnhof, allein das, weil da schon 4 Züge durchjagen für die andere Geschichte, den können wir auch mal ausbauen auf zweigleisig, würde ich sagen. Wobei das ja viergleisig dann letztendlich, ne? Ich meine, wenn die Durchfahrt jetzt wenigstens gewährt wäre, dann, ne? Das können wir doch, also er wartet ja jetzt schon zum Beispiel, einer der Nashville-Geschichten. Also wir müssten ihn grundsätzlich mindestens viergleisig. Wenn der jetzt, da jetzt auch einer war, wäre, der würde ja warten auf den. Der könnte jetzt dann sonst durchfahren. An dem können wir natürlich jetzt aktuellen Zustand nichts machen. Es sei denn, wir machen, dahinter ist nämlich schon wieder der nächste. Es sei denn, wir machen da 4 Gleise draus. Lasse erstmal kurz da rausfahren. Tut er ja schon. Da kommt nämlich schon der nächste. So, Pause. Nee, lass doch alle mal da wegfahren. Das machen wir gleich wirklich auf viergleisig, würde ich sagen. Das würden wir mal investieren, weil wir eine Menge Zucker brauchen. Allein durch die Produktion in Nashville für Alkohol. Wie sieht es denn da übrigens aus? Die 421.000 haben sie mittlerweile. Das ist schon heftig. 4,2. Die haben aber immer noch keinen Überschuss produziert. Und wir produzieren Alkohol mit 3,2. Das heißt, wir könnten da sogar nochmal hochgehen, wenn wir genügend Zucker. Zucker haben wir. Und Äpfel haben wir auch. Dann gehen wir doch die Produktion nochmal nach oben. Momentan 20.000 in der Woche, 860.000 seit Bestehen. Jetzt haben wir 5,6. Das kostet 1,9 Millionen, aber diesmal bin ich dabei. Das machen wir jetzt. 5,6 Alkohol will man herstellen. Rein theoretisch wirklich müsste jetzt so langsam mal was überbleiben. Zum Beispiel für Memphis. Apropos Memphis, da gehen wir dann jetzt mal hin. Nämlich die, kann ruhig mal ein bisschen laufen, die Industrie... Milchindustrie, Molkerei, Milchprodukte, genau. Die stellt momentan 1,6 mal Käse her. So 1,3 brauchen wir. Wenn wir die Produktion noch ein bisschen vergrößern würden wollen können, das würde bedeuten, wir bräuchten 3,2 Liter Milch und haben jetzt aktuell 2,9. Das heißt, es müsste... Nee, das ist die Dings. Wir haben genug Milch da. Wir könnten das problemlos einmal oben machen. Kostet auch 1,1 Millionen, aber das werden wir auch mal in Angriff nehmen. Denn auch jetzt sollte mehr Käse überbleiben, das gucken wir uns auch gleich dann nochmal an und würden das dann nach Nashville bringen. Währenddessen kommt der Quartalsbericht, dort haben wir von 4,5 auf 4,9 Millionen das Ganze gesteigert. Die Fracht ist leicht nach oben gegangen, die Passagiere ein bisschen mehr nach oben gegangen, die Post auch gut nach oben gegangen, die Produktion ebenfalls nach oben gegangen, also alles tutti. Na, kostentechnisch haben wir hier Fabriken nochmal erweitert. Trotz alledem liegen wir bei 11 Millionen Euro auf unserem Konto. 310.000 Euro Bilanz. Wir können auch mal wieder auf unseren Konkurrenten gucken. Da ist der Aktienwert ja, ziemlich gering. Ne? Wir könnten auch nochmal ein paar Aktien von ihr kaufen. Ne?
Aber wollen wir erstmal nicht. Wir wollen erstmal uns kümmern. So rum. So. Das lassen wir eben laufen, wie das da läuft. Also mit der Kuhmilch und Co. Wir gucken mal, ob wie hier die Versorgung ist. 80% Getreide, das darf noch besser werden. Mais ist aber auch im Laufen. Der Zucker, da ist ein Zug unterwegs. Das haben wir ja gerade erst gemacht. Dann darf die Stadt steigen, was sie gerade auch schon tut. Ich habe den schnellsten Zug, der Firefly erreicht 50 km/h. Der nächste Rekord, macht dich auch nicht besser, den wir aufgestellt haben. Gut, wir machen im normalen Modus weiter. Columbia ist gewachsen. Bei 40.000 können wir die zweite Industrie dahin machen. Da könnten wir eigentlich die jetzige Industrie auch löschen. Also jetzt schon verkaufen quasi oder zumachen. Müssen wir wahrscheinlich erst kaufen, um sie dann zu schließen. Ne? Nee, wir machen den ganz normalen Weg. Dann gehen wir nämlich weiter hier über Kansas City und Topeka. Achso, sind die jetzt alle da raus beim Zucker? Dann könnten wir das eben ausbauen. Sind sie so gut wie? Der dampft da hinten ab. Dann machen wir Pause und machen uns hier ein weiteres Gleis rein. Zwei weitere Gleise. Das ist nur ein bisschen aufwendiger. Aber wir können mal hier anfangen und den Winkel etwas verkürzen. Dann würden wir Gleis 3 und Gleis 4 anpeilen. Mit einem Weichenkopf vorgelagert. Dann wird die Seite erstmal stehen. Wir müssen nur die andere Seite wieder rüberführen. Auf die Gleise, wenn die dann da rausfahren. Würde das uns hier gelingen. Und mit 56 dort. Heißt also, sie würden so fahren. Die würden so fahren. So kommen wir dann wieder zusammen. Natürlich könnten die sich jetzt da ein bisschen kurz behindern, aber insgesamt ist es auf jeden Fall eine Verbesserung. So, andere Seite. Da lass den auch noch mal ein bisschen fahren. Oh, der ist jetzt da. Der ist jetzt da wieder zurückgesprungen. Naja. Denn auch hier müssen wir. Das Stück abreißen. Der könnte direkt hineinfahren. Kriegt auch den Weichenkopf. Und so. Und die anderen. Wir müssen ja jetzt da wieder rauskommen. Na. So. Und da noch mal die richtige Richtung, dann klappt wieder alles. Dann haben wir das hier verbessert. Zucker ist mittlerweile auch ein wichtiger Bahnhof geworden. Wie viel Zucker lagert denn hier? 72, ja, wir nehmen auch eine Menge ab, also von daher ist das schon gut. So, bevor wir jetzt dann doch das große Thema machen, haben wir hier schon mehr Milch hergestellt. 2, ja. Käse eigentlich. Immer noch nicht genügend. Alkohol 4,3 muss noch ein bisschen weiterlaufen. Dann können wir uns um dieses Viereck kümmern, wie ich schon mal sagte. Wie machen wir das am geschicktesten? Ich denke mal, wir fangen mit Kansas City an, Topeka, weil die sollen natürlich dann Bier bringen nach Columbia. Und Stoffe letztendlich. Das ist ja das ganze Ziel. Dann gehen wir mal einmal so rum und habe ja schon gesagt, dass wir hier ein neues Gleis
freischaufeln wollen. Gleis 5 und 6. Ja. Ich weiß nicht gerade, ob wir... Also erstmal brauchen wir den Bahnhof. Ja, die müssen ja auf jeden Fall auf diese Seite. Standort bei deines Bahnhofes erscheint mir nicht plausibel. Ja, hier müssen wir nämlich aufpassen. Erstmal müssen wir gucken, was kann sonst noch kommen. Natürlich kommen wir von hier, von der Stadt. Wir kommen aber auch von oben. Also ist es eher Gleis 3, den wir hier nehmen. Da ist 3. So. Ich wollte ein eigenes Gleis haben dafür. Eine sehr steile Kurve, ne? Versucht das gerade wieder wegzukriegen, was mir nicht gelingt, wie ihr seht. Also nochmal das Ganze. Dann fangen wir direkt ein bisschen krummer an. Aus. Noch ans richtige Gleis dran, dann bin ich happy. So. Nein, ich möchte kein Parallelgleis, das möchte ich selbst machen. Steht die Verbindung auch und das, was ich vorhin meinte, Streckenlänge über 13.535 Kilometer Streckenlänge haben wir jetzt. Wundervoll. Dass wir uns da nochmal eine zusätzliche Station machen mit der Versorgung oder die Zweiergeschichte einfach lassen. Ich meine, es kommen jetzt mehrere Züge aus der Richtung. Da hinten kommt aber lange nichts mehr. Seitdem wir holen uns natürlich, wobei Gemüse haben wir hier in der Nähe. Na, wir können es ja immer noch bauen. Die Spannung demonstriert eindrucksvoll, wie es nicht gemacht werden sollte. Ich mache jetzt einfach einen normalen Versorgungsturm mal hier hin, aber das kann sein, dass wir das immer noch mal ändern. So. Gut, Columbia, 21.001 Einwohner. Jetzt könnten wir Kansas City. Wie viel wollen denn da überhaupt nach Columbia? Oder oben? 7 nur. An die 14 und 7 Post so rum. Und wir haben Stoffe. Brauchen wir die denn hier schon? Yes. Dann würden wir einen Automatikzug machen. In dem Fall wird es sich anbieten. Automatisch einen Zug wählen und die Verbindung ist jetzt nicht so weit. Dann würde ich den gemischten Dunham nehmen und die Waggons mal rauslassen. So stark ist das noch nicht. Ja. Das können wir nur so grundsätzlich stehen lassen. Und AO für automatisch. Auf geht's.
Schauen wir mal, was der automatisch direkt da reinjagt. Viele Passagiere sind es ja noch gar nicht. Dafür, dass nur 14 darüber wollen, sind natürlich 40 bzw. 80 schon viel. Ne? Und dann kommt jetzt der Stoff hier rüber und gleichzeitig bekommt natürlich dann auch Kansas City von Columbia auch das Fleisch. Insofern ist das ein guter Deal. Ja, das dazu. 21,5. Es werden immer mehr. Vielleicht ist irgendeine Versorgung noch nicht so hundertprozentig von denen, was wir angeknöpft haben. Wie gesagt, Bier ist immer noch die große Frage. Ach ja, nee, ist keine große Frage. Kommt aus Topeka, definitiv. Das fehlt noch. Und der Zucker, warum ist der Zuckertransport denn noch nicht da? Der sei immer noch unterwegs. Hat der ein Problem? Den habe ich doch gerade eingestellt. Columbia St. Louis Zucker. Der ist es. Der fährt jetzt mit 8 Zucker in Memphis rum. Hä? Der fährt den ganz anderen Weg. Hä? Haben wir dem irgendwie was gesagt, wie er nicht fahren darf? Oder war das jetzt durch die Umstellung? Oder kommt der da hinten nicht durch? Ach so, ja, ich sehe es. Ich sehe es, was unser Fehler war. Also der kommt an, aber der fährt natürlich einen völligen Umweg. Der kommt über dieses Gleis, kann aber dann nicht hier hinten raus. Das ist natürlich schlecht. Und natürlich nicht wieder, auch nicht wieder rein. Das heißt, wir müssten Gleis 1 dafür mal freischalten oder die Möglichkeit schaffen, auf diesem Gleis rüberzukommen, damit er diesen Weg nehmen kann. Wir wollten aber das freilassen wegen Rock Island, genau. Dann lass uns doch lieber versuchen, das hier rüber zu schaffen. Ist ein bisschen eng, glaube ich, aber naja, den Weg kann er gar nicht nehmen. Ja, aber da macht das über Gleis 1 mehr Sinn. Man ist ja letztendlich das Gleiche, ne? Also wenn man den jetzt... Der muss eigentlich nur auf diesen Strang drauf. Und wenn ich das ab hier sage, macht er das nicht, weil er den Turn nicht macht. Dann macht er das so, ja. Ja, wäre jetzt die simpelste Lösung, aber... Doch auch nicht schlecht, oder? Hier hätte ein Problem, die Kurve ist zu eng, okay. Dann müssen wir da weiter hier mit anfangen. Warum? Warum ist das immer noch? Weil das mit sich selbst kollidieren würde, also ich wüsste nicht, wo da Kollision sein soll. Da machen wir es andersrum. Machen wir erst den Part und dann den Part. Das macht er dann komischerweise. Dann kollidiert nichts, weißt du? So, jetzt würde das auch klappen. Der fährt hier durch, muss natürlich dann immer, und das ist immer das Thema, ist hier jemand drin, dann muss der warten. Ne? Dann könnte man es nur schaffen, indem man die Gleise komplett durch die um die Stadt vorbeijagt oder so. Ne? Aber okay, der Zucker, der würde jetzt gleich ankommen. Wo ist er jetzt? Jetzt haben wir wahrscheinlich total keine Versorgung, weil wir natürlich... Ja. Ja, müssen wir einfach mal schauen, ob der sich gleich erholt. Achso, jetzt steht er sowieso da, als Waldstopp war. Alles gut. Jo, dann... Gucken wir noch mal kurz nach hier drüben. Memphis erholt sich oder vermehrt sich zumindest. Also 140.000 Einwohner und es sind 10 Käse da. Es ist noch Käse da. Es ist noch Käse da. Alkohol zwar hier immer noch nicht, aber das heißt ja nichts. Was haben wir denn hier? Wir haben hier Bier und wir haben hier... Ja, Alkohol würde nicht liefern. Vielleicht machen wir einen Automatikzug daraus, weil Bier sollten wir hier auch genügend haben. Ja. Wir machen einen Automatikzug daraus mit Priorität Käse. Von Memphis nach Nashville.
Memphis Priorität Käse. Und hier darfst, sonst darfst du wählen, was du möchtest. Käse müsste eigentlich auch ein Kühlwagen mäßig sein, ne? Deswegen würde ich den mal setzen. So, das wäre halt Memphis, Nashville, Hashtag Käse plus Automatik. Das wird jetzt nochmal ein spannendes Geschichtchen. Ja, dann nehmen wir auch den gemischten Dunham, würde ich sagen. Zack. So. Der ist in Memphis schon fahrbereit. Und nimmt wie viel Käse mit? Volle Pulle. Yes. Der Käsetransport kann laufen. Lasst uns das nochmal anschauen. Dann ist Nashville ja wirklich ja, fast mit allem versorgt. Wenn wir jetzt da unsere Möbel hinkriegen, aber da arbeiten wir ja ganz strikt dran. Dann ist für dieses Zeitalter eigentlich alles gemacht. Ne? Wir kriegen Keramik, wir kriegen Möbel, vielleicht nicht perfekt, ne? Da müssen wir vielleicht wieder Stellschrauben drehen. Aber dann geht das nächste Zeitalter los. Ich weiß jetzt nicht mehr, wartet war, die Spielwaren kamen viel später, aber ihr habt ja vorhin oder beim letzten Video, weiß gar nicht, wann ich das gemacht habe, gesehen, was da noch alles kütt. Wir können forschen, das gucken wir uns da auch noch kurz an. Oder gucken wir jetzt an? Komm. Das war die Geschichte. Ah ja, das ist jetzt hier. Ja, wir machen das mal. Müssen wir sowieso letztendlich alles freischalten. Oder wir müssen bis zum nächsten Jahr warten. Aber mehr als 300 kann man da, glaube ich, gar nicht kriegen, oder? Lässt sich zumindest nicht. Unser riesen Getreidebahnhof. Den wir hundertprozentig auch nicht völlig abschöpfen. Da kommen wir uns ein Zug entgegen. Wir haben Käse geliefert. Da sieht man sogar die Käseballen, habe ich gerade gedacht. Nee. Konnten wir da doch nicht gut sehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass ja bei den Stoffballen so, dass beim Fleisch haben sie es auch gut gemacht, dass sie es gut umgesetzt haben. Mitfahren ging das, glaube ich, ne? Fangen wir gerade an. Da sind sie doch, die Käseballen. Schön. So, da kommen wir auch schon an ins große Gleisnetz von Nashville, von der Big City. Da haben wir uns ein bisschen mehr gegönnt. An Gleisen, was auch dringend notwendig ist. Hat er direkt ein freies Gleis? Yes, das hat sich hier auf jeden Fall super entspannt. Also kann ich euch wirklich nur empfehlen. So ein Hauptbahnhof, den man hat, mit einem riesen City, dass man da definitiv kein Wartungsdepot hinmacht. Ihr seht ja, wo unser Kontostand ist, also die anderen Wartungsdepots sind halt nötig und selbst wenn es bei so einem Salzwerk ist. Ja, 17.500 heißt also, der Kühlwagen hat gefruchtet, weil sonst hätten wir ja nur 12.000 gekriegt. Also, gute Quote. Heißt, der Käse ist da. Wir brauchen 4,6, haben ja 20%. Lasst ihr noch ein paar Mal fahren. Achso, was hat denn der jetzt geladen? Weil Automatik. Da bringt der Kühlwagen natürlich nichts, aber es wollen noch einige Passagiere darüber. Und die nehmen wir mit, denn die Passagiernutzung ist bei 43% nur. Ne? Nach Memphis wollen immerhin 91 Fahrgäste. Da ist die Abdeckung momentan ganz gut. Ja, schön, Leute. Wie gesagt, an die Stellschrauben müsste man noch drehen, aber von dem Eigentlichen, was wir jetzt noch brauchen, ist es letztendlich nur noch das Möbel und wir brauchen mehr Keramik, sehe ich gerade. Das müssen wir uns nochmal angucken, warum das nicht so der Fall ist. Und Möbel ist ja unser Anfangsthema, Columbia wächst. 23.000, da brauchen wir 40.000, damit wir da weiterkommen. Aber ich denke mal, jetzt geht es ja auch schon. Bier müsste schon angekommen sein, oder? Ah ne, Bier ist ja nicht in Kansas, das war ja die Stoffe, deswegen sind die angekommen. Aber ist Topeka, da geht es ums Thema Bier.
Gut, dann machen wir da beim nächsten Mal weiter. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und bleibt mir bitte gesund. Ciao, ciao.